Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Piratenfraktion befasst sich mit einem geforderten ganzheitlichen Präventionskonzept, Handlungskonzept gegen die Radikalisierung junger Menschen zum gewaltbereiten Salafismus. Als ich diesen Antrag das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das könnte auch eine kleine Anfrage sein, weil dort wahrscheinlich auch viele Fragen, die die Piratenfraktion jetzt aktuell hier aufwirft, da durchaus beantwortet bekommen hätte. Aber um es vorab zu sagen, ich finde es gut, dass sich die Piratenfraktion mit diesem dringenden Thema auch befasst und mit ihrem Antrag den Weg der Prävention unterstützen möchte. Auch möchte ich die Differenzierung bei den Begrifflichkeiten des Salafismus an dieser Stelle lobend anmerken, denn das gelingt nicht allen politischen Akteurinnen und Akteuren, wenn sie von diesem Thema sprechen. Jeder junge Mensch, den wir vor einer Radikalisierung in den gewaltbereiten Salafismus bewahren bzw. herausholen können, ist ein wichtiger Sieg gegen eine menschenverachtende und gewaltbereite Ideologie, die unter dem Deckmantel des Glaubens derzeit von sich reden macht. Ich muss sagen, dass mir im Ramadan die vielen Attentate sehr ans Herz gegangen sind und mich auch sehr, sehr aufgeschreckt haben. Es zeigt letztendlich, dass Terroristinnen und Terroristen an dieser Stelle keinen Respekt vor der Religion haben und diese Religion letztendlich nur ausnutzen. Die grausamen Anschläge des sogenannten IS zeigen, dass wir alle unter Handlungsdruck stehen. Bereits im März 2015 haben wir deshalb zu Recht mit den Stimmen der rot-grünen Koalition in einem Antrag ein ganzheitliches Handlungskonzept gefordert, welches wir baldigst erwarten. Nun aber zum Antrag der Piratenfraktion. In dem Antrag entsteht der Eindruck, dass die Landesregierung bisher kaum etwas an Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Salafismus in die Wege geleitet hat. Erfolgreiche Präventionsprogramme wie Wegweiser werden kaum erwähnt. Lediglich die Andockung an den Verfassungsschutz wird hier moniert. Auf der einen Seite kann ich dies nachvollziehen, aber auf der anderen Seite war es letztendlich das Innenministerium, welches als erstes mit dieser Idee zur Prävention nach vorne gegangen ist. Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Salafismus müssen immer den Dreiklang von Prävention, Ausstieg und Repression beinhalten. Vor dem Hintergrund sind die einzelnen Ministerien unterschiedlich und schon länger unterwegs. So wird das gerade schon beschriebene Wegweiserprogramm in diesem Jahr von 7 auf insgesamt 13 Beratungsstellen in NRW ausgeweitet, unter anderem auch in der Fläche, in Münsterland und in OWL. Wegweiser hat bisher rund 3.000 Beratungskontakte gehabt, wobei sich wöchentlich etwa 50 Hilfesuchende an diese Stellen wenden. Diese Kontakte umfassen telefonische Gespräche bis hin zu rund 100 jungen Menschen, die in intensiver Einzelbetreuung sind. Diese umfassen neben der Sozialarbeit auch den Einschluss von muslimischen Gemeinden, Schulen und Jugendämtern. Ebenso dazu gehört das Ausstiegsprogramm Islamismus, welches derzeit etwa 25 Personen beim Ausstieg aus der Szene hilft. Im Bereich der Forschung, und das war ja auch eine Frage im Antrag, haben wir für die erste Anschubfinanzierung von Forschung im Bereich der religiösen Radikalisierung Gelder bereitgestellt. Hier finden derzeit Gespräche mit den Hochschulen statt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Programme der Landeszentrale für politische Bildung, welche derzeit in verschiedenen Schulungen Lehrkräfte, Sozialarbeiter, aber auch muslimische Geistliche in diesem Themenkomplex fit machen. Auch im Justizbereich tut sich was. Das Kompetenzzentrum Islam und Justiz ist gerade mit Stellen ausgestattet worden und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Radikalisierung im Justizvollzug. Zu den Maßnahmen gehören aber auch die rund 120 muslimischen Imame, welche derzeit in unseren Justizvollzugsanstalten Seelsorgedienste anbieten. Auch hier haben wir Gelder bereitgestellt. Ausbau folgt. Diese Maßnahmen zeigen demnach sehr gut auf, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, was die Präventionsarbeit gegen den gewaltbereiten Salafismus betrifft. Am Schluss möchte ich trotzdem die antragstellende Fraktion, aber natürlich auch die anderen Fraktionen hier in diesem Hause vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung dazu einladen, sich konstruktiv an der Diskussion in den kommenden Ausschüssen zu beteiligen. Unsere Kinder und Jugendliche müssen es an dieser Stelle wert sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Basch.